Schild, aber keins mehr. Nee, wenn es jetzt nicht mehr da ist, dann lassen wir es. Weil irgendwann, muss ich erst sagen, nervt mich das ein bisschen. Nee, tut mir leid, Cesurio. Dich machen wir irgendwann mal. Aber bevor ich jetzt hier noch 2 Stunden rumrenne, bloß um das zu finden, was ich für dich brauche, sehe ich leider echt nicht ein. So. Eine Dracheninsel wartet da hinten auf uns. Das ist doch blöd. Hey Matze, der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden, aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir richtig furchterregend vor. Wir können schlecht nach ihm suchen, weil wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre ich praktisch, wenn er einfach zu uns kommen würde und sich als Herrscher vorstellen würde. Das kriegen wir schon hin. Ich will halt irgendwo, weißt du, auf so eine Klippe. Ich muss da halt über den ganzen See jetzt drüber schippern. Ich würde gerne sagen, wir waren in diesen Gebieten noch nicht, gell? Erwischt. Nigiragi. Das Sushi-Pokémon. Ach, zu schwach.
Wow. Frech, du kleiner Fisch. Geht doch, wir haben ein neues Pokémon. Nigiragi. Nummer 375 Pokémon registriert. Nigiragi, das Mimesen-Pokémon vom Typ Drachen und Wasser. Gestreckte Form. Seine Beute sind hauptsächlich Vogel-Pokémon, das sich seiner eigenen Schwäche bewusst ist, jagt es zusammen mit einem Partner. Größe 0,3 Meter, Gewicht 8 Kilogramm. Cute. Drache Wasser. Ich sehe da hinten ein Wasser-Pokémon. Weiß nicht, wie stark das ist. Es sieht zumindest mal nicht schwach aus. Das liebe Heereshai. Ich weiß schon, wie es heißt. Ich habe auch schon lange überlegt, ob wir es in unser Team aufnehmen wollen, statt Granfugita. Also Granfugita würde auf jeden Fall ersetzt werden. Von Quajutsu sollten wir diesen Raid bestehen. Das Problem ist nur, dass Quajutsu halt Level 100 ist. Aber ich weiß, dass wir Quajutsu so auch noch erfangen können. Ich hab dich schon gesehen. Agilusa. Die sind alle so schwach. Du setzt einen Attack ein, die gehen alle drauf. Instant. Weg. Von oben. Hier ist Hai. Level 50. Das ist eigentlich ein Donnerwitz auch, wenn man schaut aus wie ein Wasserrelaxo. Und zählt es nicht aus! Das ist doch ein Witz. Ja, schön, dass Agilusa schon da ist. Okay. Okay. Matze, du lebst gefährlich. Direkt einen Kopf gescheppert, Alter. Wir haben's. Agilusa wurde gefangen. Nummer 300, im Pokédex registriert Nummer 373, Agilusa, das Abtrennungs-Pokémon vom Typ Wasser und Psycho. Wirft das überschüssige Teil seines Körpers ab, steigt seine Psychokräfte. Der Geschmack des abgeworfenen Fleisches ist simpel, aber lecker. Größe 2,5 Meter, Gewicht 90 Kilogramm. So, und wo, was, welches Fleisch? Das ist, das Ding ist ein Stahl-Pokémon. Das Ding sieht literally aus wie ein Stahl-Pokémon. By the way, hier wieder Agilusa am Start. Ah, das war kein Ding, das ist ein rotes Nigiragi. Wollen jetzt nicht alle Nigiragis fangen, vielleicht, dass wir eins haben. Was wir aber haben wollen. Hallo, Heereshai. Das ist die Velsa-Form von Wailord.
Okay, das ist nicht leicht zu machen. Es ist nicht leicht zu fangen. Wir haben's. Im Pokédex registriert Nummer 374, Heeresheil des Großwelts-Pokémon vom Typ Wasser. Es ist zwar ein Vielfraß, doch die Jagd liegt ihm nicht. Deshalb schließt es sich mit Nigiragi zusammen, um Beute zu fangen. Größe 12 Meter, Gewicht 220 Kilogramm. Cool. Ausgerechnet dieses Riesenwasser-Pokémon und dieses kleine Mini-Drachen-Pokémon. Finde ich cool. Props. Daumen von mir dafür. So. Merkt ihr das? Sie rechnen ja viel, aber nicht mit einer schwimmenden, Scholle, ne? So, zwei unterschiedliche Formen hier. Nigiragi, das spricht. Nigiragi. Oh Gott. Es ist eins der Nigiragi, die hier liegen. Ah, das ist auch für die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Charmant V. Verabschiede mich hier von Nigiragi Island und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.